Oh, herzlich willkommen zu Teardown. Ich habe da schon mal ein bisschen reingeschnüffelt. Und für ein bisschen Spaß nebenbei kann ich es wirklich nur empfehlen. Also, es fetzt. So, jetzt gehen wir erstmal in die Basis. Ein bisschen was haben wir hier schon? Freie Klimpern, ne? Kannst du wirklich alles so weit zerlegen. Hochstapeln. Okay. Ja, ich hatte jedenfalls was auf der Gabel. Das sind all die Gerätschaften, die man sich hier ansammeln kann im Laufe des Spiels. Kommt immer mehr dazu. Also ein Mini-Muldenkipper. Das hängt ein bisschen durch jetzt. Grafisch geht bei mir aktuell nicht mehr mit dem aktuellen PC. Da müsste ich erst meinen Mulden zusammengestellt haben. Das ist aber ein Projekt für nächstes Jahr. Dieses Spiel ein bisschen besser aus. Ups. Steht noch. Wie man sieht, da kann man jeden Scheiß machen. Physikalisch eigentlich sehr korrekt, muss ich sagen. Naja. 100% oder es liegt an dem alten PC, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nice. So. Da wollen wir mal anfangen. Hier geht es um Einbrüche, Diebstähle und hast du nicht gesehen? Du musst hier deinen Weg durch die Level bahnen, damit du alles zeitmäßig schaffst. Sobald du das erste Ding geklaut hast, kommen die Bullen. Und da ist halt noch ein kleines Zeitfenster, bis sie da sind. Und bis dahin musst du dich verpisst haben. Mission. Ich guck mal, wo waren die erste gewesen. Ups. Okay, ich habe das schon eine Weile nicht mehr gespielt. Gute Frage, wo war jetzt das erste Ding? Ich habe keinen Plan, Alter. Ist egal, dann fangen wir irgendwo an. Nicht gerade so was Schweres. Ach man. Hier, das ist recht angenehme Umgebung. So, jetzt müssen wir erstmal vorweg gucken, wo ist was zu holen. Und wie kriegen wir das dann zusammen? Im Zeitraum. Haben wir eine Map? Ja, wir haben eine Map. Die gelben markieren die Hauptmissionsdinger. Und wenn weiße Punkte da sind, gibt es noch was für Nebensache. Kleines Taschengeld für zwischendurch. Wir sind bloß drei Sachen. Ich hätte gesagt, wir fangen von hinten an. Rennen da rein. Und dann da und dann hauen wir damit ab. Das ist das Flugfahrzeug. Okay, da muss man den Weg bahnen. So, also da oben ist der erste Steig. Also ich will nicht so große Gewalt und ich krieg das mit dem Ding nicht. Ist egal, wir haben noch andere Sachen hier. Shotgun.
So. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz für den Scheiß. So. Ah, hier. Das sollen wir klauen. Okay. Aber dann geht der Alarm los. Das heißt, wir machen hier erstmal die Tür weg. Damit wir hier rausspringen können. Wir können das auch mit der... mit drei markieren, wo es lang geht. Den besten Weg erstmal raussuchen. Wo man was klauen kann. Okay, das war jetzt... das war jetzt scheiße. Das Spiel anfängst, hast du natürlich schon an dem Punkt noch nicht so viel Munition, wenn du überhaupt nicht gefunden hast. So. Okay, das war so ein geheimes Nebending, okay. Wo ist hier jetzt das Ding, was wir holen sollen? Nee. Nee. Nebenan. Okay. Also müssen wir uns einen schnellen Weg zimmern. Das ganze Haus wird man natürlich nicht abfackeln. Das war jetzt eine scheiße Idee gewesen. Ja, Feueralarm. Wenn man zu viel kokelt, dann wird er auch noch ausgelöst. Dann haben wir vorher noch ein Problem. Okay, so, da ist was im Klauen und das nächste wäre dann schräg rüber. Das heißt, wir werden hier... Ui, okay. Ein bisschen zu gut gemeint. Normal. Das sind aber Scheißlöcher. Alles. Also, an hier, was im Weg steht. Ach. In den Wänden sind ja auch noch Bunnies versteckt. Siehst du? Was ich mal sehen haben sollte. So. Spray. Also wir gehen dann die Treppe hoch. Dann hier lang. Klauen den Kasten. Raus hier. Und rüber. Da drin ist der nächste Teil. So, den sollen wir klauen und dann sollen wir raus. Okay, dann machen wir das Tor mal ganz auf. Ich könnte doch jetzt ein Auto nehmen, könnt ihr euch da rausfahren, brettern, wenn man das... Dass die mir ein bisschen auf den Keks sitzt, dass das Tor nicht aufbleibt. So. Können wir es natürlich eigentlich auch theoretisch testweise mal machen. Wenn wir so mit Vollzwiebeln Auswand reinbrettern und dann da reinkrabbeln natürlich. Wir gehen natürlich ein bisschen diskreter vor. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt von der Videolänge her, nicht von der Missionszeit, die ist gleich recht eng bemessen. So, lauf. Und den gehen wir mal klauen. Das Ding ist bestimmt mit dem Kabel angeschlossen, oder? Nee, Alter, ich kann das so mitnehmen. Okay, da gibt es keinen Stress, weil in manchen Leveln sind die Dinger noch an einer Alarmanlage angeschlossen. Das ist doch ein Witz hier jetzt, oder? Dann machen wir es jetzt anders. So. Sammeln wir die Scheiße hier und packen die hier unten zusammen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das Schloss ist zu. Wenn wir jetzt das Schloss wegbrennen. Muss eigentlich die Tür aufgeben. Ne? Mhm. Und die Scharniere wechseln ist vorbei. Irgendwo hängt die Tür noch fester. Also ja, wir kommen da rein.
Okay, das war jetzt wieder mal der Vorführeffekt. Der allseits bekannte. Ich kann das einfach so packen und da rausspazieren, Alter. Theoretisch wäre es aber so, dass du halt ziemlich wenig Zeit hast dafür, die Scheiße zu bunkern. Aber die stehen ja bloß so da hier. Au ab! So. Jetzt ziehen wir nochmal hier Nuss-Shisha und dann geht's los. Okay. Das sieht ja nicht mal alarmlos, Alter. Okay. Das ist bloß ein Trainingslevel gewesen. Okay, und dann halt zum Fluchtfahrzeug und verpissen wir zeigen gleich mal ein anderes Level in der nächsten Folge. Bis dahin. See ya.